Moinsen und herzlich willkommen. Wir starten direkt rein, quer in die Folge, hier zum Start ins Wochenende. Und wenn morgen wieder Stream läuft, ich hoffe, ich krieg's hin, dann möchten wir doch einfach schon ein vollständiges Camp mittlerweile endlich mal haben. Dementsprechend werde ich die letzten Teile zusammensammeln, die wir fürs Camp noch brauchen. Und ich fange an mit dem Widderbock und seinem vollständigen, perfekten Kadaver. Und ich habe einen und ja, wir gehen rein. Ein Dickhorn-Widder. Uno momento. Na endlich. Ein Gewehr steht da nur. So, das dürfte nun gewesen sein hier, oder? Na endlich. Meine Güte. Ja, das ist immer so, wenn man mittendrin die Folge anfangen will. Verstauen. Weil man schon da ist halt, ne? Und macht ja auch Sinn. So, das wäre der Widderkadaver. Ernsthaft? Jetzt ist er wieder oben. Eben gerade war er weg. Ich habe mal was geübt. Deswegen bin ich auch so leicht angeschlagen. Und wollten Grizzly mit nur Wurfmessern platt machen, um mich schon mal ein bisschen einzuüben, weil das noch kommen wird. Leider ist er dabei dann aber rausgetrieben. Und jetzt ist er eben gerade während der Sequenz wieder auf, nach oben getrieben. Und nun geht er wieder unter. So ist das. Aber wenn ich mich hier mein Camp aufbaue, dann entscheidet sich das Spiel, ey, lass den mal nochmal hoch treiben. Merkwürdig. Gut, bis gleich. Da sind wir. Bevor der hier noch irgendwie schlecht wird oder was. I've come up with some ideas for ways we could improve. Zack. Als nächstes besorgen wir uns mal ein weiteres Ochsenfell. Oh, Mr. Morgan, I've jotted down a few things that I think could be a nice addition for us. Lass noch laufen, falls ich wieder angequatscht werde oder noch irgendeine Camp-Begegnung kommt. Ansonsten machen wir uns hier einfach wieder weg. Die Widder, falls das jemand jetzt auch nochmal wissen möchte, oder besonders bei Widdern, die hatte ich jetzt hier, da wo auch der Legendäre ist, geholt. Und ja, wir holen uns jetzt als nächstes ein Ochsenfell. Lasst euch überraschen, wo. Ich werde es euch ja gleich zeigen. Bis gleich. Da sind wir. Nacht- und Nebelaktion. Also es soll auf der Downs Ranch... Downs Ranch soll es auch einen Ochsen geben. Das habe ich jetzt beim letzten Mal bei der Schlägerei auf Gold gehend nicht überprüft. Aber wir schauen mal. Da drüben ist ein Rancher, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber bevor ich den Ochsen nicht gefunden habe, bringt mir das eh nichts. Ist der da drinnen oder was? Und ist er perfekt, ist die Frage. Ach da. Da steht er doch. Nee. Was denn? Dann müssen wir woanders hin. Dann muss Eugene seine Farben wohl dran glauben. So. Ich brauche auch für den Trapper noch, Repetiergewehr. Oh Mann, da hören die doch alle.
Achso, habe ich ja jetzt gar nicht am Stissel hier gerade, wa? Hahaha. Ha, ha, ha. Immer das gleiche Theater. Ich nehme mal an für den Bullenbrock wahrscheinlich was Kräftiges. Und ein Repeptier. Repeptierkarabiner. Muss ich das mit Expressmunition machen? Das ist wieder die Frage. Nee. Ja, wenn wir das auf der Farm machen, da kommst du ja wieder nicht drum rum, dass du dafür Ehreabzug kriegst. Anstatt dass sie das mal mit angeboten hätten, das verstehe ich auch nicht so ganz, ne? Für die Spieler, die wirklich Ehre pur gehen wollen, einfach, dass ich das kaufen kann. Es ist eine Farm. Warum sollten die mir nicht einfach auch ein Tier verkaufen wollen? Für einen angemessenen Preis. Von mir aus, Eugene ist halt so ein Gieriger, der macht richtig teuer und er ist der Einzige, wo du das kriegst. Und dann hast du deine Ehrentscheidungsmöglichkeit. Entweder beklaust du Eugene oder du bezahlst ihn für einen übelst hohen Preis und das schmeckt dir dann halt nicht, aber du behältst deine Ehre. Weil du trotzdessen nicht anfängst, Leute umzubringen oder zusammenzuschlagen oder was auch immer. Nur um an deine Fälle zu kommen. Naja, gut. So, dann wollen wir mal gucken. Ich glaube, wenn ich hier keinen Ochsen finde, nehmen wir auf jeden Fall trotzdem Dings mit. Ich brauche Ziege. Repeptiergewehr. Okay, die sind beide nur auf gut. Dann können sie auch weiterleben. Da liegt noch eine. Die ist aber auch nur auf gut. Okay. Benutze einen Bogen mit verbesserten Pfeilen. Ah, geil. Das hört ja wenigstens keiner. Das könnte was werden, ja? Nice, das fick gut. Ja, da drüben guckt auch weiter schön zum Zaun. Das fick gut. Rapp mich nicht um. Rinderhaut brauche ich auch erstmal fürs Camp nur einmal. Ich glaube, ich verdödel mich jetzt erstmal, bevor die das merken. Und komme dann später wieder. Und wir holen uns erstmal woanders noch was. Eugene hat erstmal ein bisschen genug verloren. Oh Gott, kriegt er da jetzt überhaupt rüber? Ich muss damit ja vorne rauslaufen, wa? Ach du großer Schreck. Hoffentlich hat er da drüben nicht gemerkt. Geht's denn hier raus?
Los, los, los. Es wird hell, wir müssen weg. Let's go, girl. Schnell weg. Gut. Die bringen wir erstmal zum Camp, würde ich sagen. Das gebe ich ab. Dann werde ich ein bisschen Holz hacken oder irgendwas hier schnell mal machen, damit wir ein bisschen die Ähre hochkriegen. Und dann... Morning, Mr. Pearson. Die Schafwolle brauche ich nicht für hier, die brauche ich für einen Trapper. Gabelbock brauche ich auch nicht für hier, ich brauche wirklich nur die Rinderhaut im Augenblick. You'll be able to make something nice with that. Ja, und Schafwolle brauchte ich auch zum Glück bloß einmal, von daher brauche ich das jetzt auch nicht nochmal machen. Genau, also... wir schauen uns noch schnell die Verbesserungen an. Ich weiß gar nicht, ob wir die damit jetzt schon... Ich glaube, ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Rinderhaut war ziemlich am Ende, also müsste das irgendwas von hier hinten sein. Das ist Ziegenfell. Ja, da unten. Kuhhautteppich. Zack. Nächste Ding erledigt. Gut. Ich hacke Holz. Ich mache hier mal so ein ohne Abblende-Cut im Camp, falls noch eine Unterhaltung kommt, dann blende ich die schnell ein. Ansonsten sehen wir uns gleich, wenn ich wieder losreite. Ne? So, alles im Camp getan. Was man hätte tun können. Put on some warmer clothes, friend. Hello, ladies. Morning, Arthur. Hi. Morning, dear. Morning, Arthur. also. Hä, wie spät ist das überhaupt? Sag mal. Ach, das ist wirklich morgens. Ich dachte, das wäre abends gerade irgendwie so. Ich habe das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt. Es sah so nach untergehender Sonne aus, dachte ich. Okay. Naja, aber interessante Unterhaltung war ganz kurz zwischen Karen und Charles eben noch, wa? Also, die haben sich tatsächlich. Hat sich die ganze Zeit kaum einer mit irgendwas. Überhaupt unterhalten und wenn dann nichts Neues, alles was wir schon kannten. Aber du müsstest doch den Sprung eigentlich schaffen dann. Letzten Samstag haben wir ja, das ist auf jeden Fall deutlich mehr Spannweite, ne? Müssen wir mal probieren. Müsste ich dann eigentlich mal zureiten, wa? Hm. Hm, naja, gut, machen wir später. Ja, der Sprung Richtung Blackwater über die zerstörte Brücke, der funktioniert nur mit Pferden, die auch eine entsprechende Spannweite haben. Und das wäre bei dem, glaube ich, schon ganz gut. Der könnte funktionieren dann. Kann aber auch sein, dass wir noch einen größeren brauchen. Eher so Bill seine Größe von Pferd, Schlachtrossmäßig. Ah ja, gut. So, dann werden wir uns jetzt ein paar Wildschweinfelle besorgen oder einen Ochsen. Mal sehen, irgendwie sowas. Diesmal hat es uns bei unserer Wanderung nach Lagras verschlagen. Arthur hatte sich vorbereitet. Er nahm sich, ach keine Ahnung, als wenn er so eine Survival-Doku wäre, weißt du? So ein bisschen, aber egal. Ja, ich habe mal nachgeguckt. Und zwar der Ochse braucht, ich finde das auch schon wieder mega witzig, aber... Ich erinnere mich irgendwie mal damals, das gelesen zu haben und fand das damals schon lustig, dass das Rind braucht einen verbesserten Pfeil, aber der Ochse braucht ein Scharfschützengewehr. Und ein Scharfschützengewehr kriegen wir jetzt erst, wenn wir die Mission mit John gemacht haben, Schafe und Ziegen. Also wenn wir die vertreiben aus der Ferne von den Schafen weg und dafür brauchen wir ja das Scharfschützengewehr und danach können wir es dann halt auch holen, verbessern etc. pp. Und dann können wir uns den Ochsen auch holen. Das heißt, den werden wir aufschieben bis zum Ende. Und ich glaube, das ist aber auch das Einzige, was wir aufschieben müssen bis zum Ende. Alles andere kann ich soweit organisieren
ohne dass wir da jetzt beim Elch, bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, das werde ich aber gleich rauskriegen. Jo, schauen wir mal, habe ich schon einen Elch gemacht gehabt? Ich weiß es gar nicht. Na, ich werde es auf jeden Fall. Wir gehen jetzt erstmal Wildschweine machen. Das ist der Plan. Ich mache jetzt wieder keine Abblende, sondern direkte Cuts. Und wenn ich welche habe, dann blende ich wieder ein. Okay, ich bin hier. Sometime before I turn too old to spend it would be nice. I don't see you doing nothing except talking all manner of crap. Hey, I got the safe. And I out. What the? Why don't you mind your business and keep walking, huh? Don't have to tell me twice. That's right. Run along now. Yes, see? Look at that. I told you. Huh. Well, it took you long enough. Forget anything Jesus. You saw out here. You got Yee-hoo! It? Oh, what do we got here? Yes, sir. Why are you boys going through all this effort? Just leave the safe with me. I'll take real good care of it. Da gibt es keinen Ehreabzug. Da war ich mir am Anfang auch immer nicht so sicher. Aber die haben sie geklaut und jetzt klaue ich's. Und das Geld nehmen wir gerne. Entschuldige, Mann, war nichts Persönliches. Hat der jetzt überhaupt Geld von denen eingesteckt? Maschinen, also er hat ja nun nichts gehabt. Hatte der das ganze Geld hier gerade oder was? Oder liegt da echt noch was drin? Ach, da liegt Geld. Nein. Jetzt sag nicht, ich kann das nicht aufheben. Okay, warte mal. Ah ja, okay, jetzt hat er was angeboten gehabt. Muss den Bus mal da wegschleppen. Und sein Hut ist irgendwie geiler, glaube ich. Da sehen wir noch geschossen damit aus. Na jetzt. Jetzt sind wir doch Jäger. Hallo. Ah, der hat den Revolver angeboten, wa? Ja, der kann das Geld jetzt echt nicht aufheben hier, oder was? Da liegt's. Aber das ist irgendwie genau in dem Moment verbuggt, oder was? Ist das schon wieder ein Müll? Ja, treib's irgendwo anders hin. Genau. Guck mal, jetzt hat er, kann ich hier durch die Gegend kicken. Jetzt liegt's da. Jetzt hat die Typen hier völlig umsonst umgebracht, oder was? Ey, das ist ja super. Ich liebe es, Alter. Du könntest groß genug sein. Ist schon... nicht schlecht, glaube ich. Ja, eigentlich wollte ich hier ran. Um mal eine Runde luschen.
bevor wir hier weitermachen. Wo bin ich im Augenblick? Hier? Auch Wildschweingebiet? Auch in der Nähe von Lagras. Ich war erst hier unten, da ist jetzt irgendwie gar nichts gewesen die ganze Zeit. Also habe ich mir gedacht, komm, machst du dich mal hier nach oben. Und da bin ich auf die beiden getroffen. Mhm. Ja, was das hiermit auf sich hat, werden wir wohl später noch erforschen. Aber wenn sich irgendwie zwischendurch mal eine Begegnung ergibt, dann habe ich euch ja gesagt, dass wir die mit einblenden. Und jetzt werden wir weiter auf Wildschweinsuche. Und ich werde, glaube ich, nebenbei mal ein bisschen einreiten. Weiter geht's. Ich habe eins gefunden. Aber ich muss auf mein Pferd drauf. Sind die beide gut? Oh, das ist natürlich perfekt, ne? Verdammte Hacke, ich dachte, du springst da noch hoch, Mensch. So hoch war der doch nicht. Ja, Mäuschen, du kriegst auch gleich zu essen. Jetzt lass uns die schnell holen hier, komm. Das ist nicht mehr perfekt. Ganz toll. Steht das Pferd noch da oben? Was? Oh, Digga, der hat das da noch nicht draufgepackt gehabt. So war das immer extra nervig, ey. Dann sei du wenigstens perfekt, bitte. Dankeschön. Okay, eine Haut brauchen wir noch. Dann haben wir Wildschweine erstmal fürs Camp jedenfalls erledigt, aber wir brauchen noch mehr Wildschweine später. Da kommt noch einiges zusammen. Da kommt noch einiges zusammen. So, verstauen. Lass uns mal gucken, ob das andere Pferd noch da ist. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir können auch erstmal das bei unserem Camp zureiten. Ja, ich glaube, das hat sich erledigt. Das für eine bedrohliche Musik.
Wer weiß. Na gut. Ich mach gleich wieder an, wenn wir das nächste Schwein finden. Nee, das war was anderes. Bis gleich. Ich glaube, ich habe unsere zwei Schnapsbrenner wiedergefunden. Hey, I remember you. Come on over. We're working on a whole new batch. Had some ideas after last time. Got a whole new recipe. Gonna be so much better than the last one. Let me tell you. We could really use some of the plant life growing nearby. You think you'd be able to help forage for it? Why not? World could always use more moonshine, right? I saw some milkweed nearby. Oh, yeah? I have some with me. Go on, lazy bones. Toss the plants into the batch so we can test it out. Ich glaube, jetzt wird ihm schlecht. Seidenpflanze ist auch giftig. Die nehmen wir ja für andere Sachen. Well, all right. Here goes nothing. Right with shine, not at all. Tastes like licking liniment. That ain't good at all. Ah, well, can't win them all. We'll try again later. Damn. Well, I ain't miserly. You got us something at least. Grab some shine in that chest. Appreciate it. Yeah, yeah, yeah. Jetzt können wir auch noch das Geldbündel nehmen. That's that then. Aber machen wir nicht. I'll see you two around, I'm sure. Goodbye. Wir sind ein anständiger Seidenpflanzenlieferant. Und weiter geht's in die Wildschweinjagd. Nur, dass die beiden genau im Gebiet natürlich mal wieder hocken. Oh, oh, Vorsicht. Ja, sehr gut. Genau das. Nee. Bist du ganz alleine? Ma, wieso, Alter? Ich war doch noch rechtzeitig da. Ja. So, zweite Wildschweinfell haben wir drinne. Und jetzt bringe ich das, glaube ich, erstmal ganz schnell zum Camp. Und dann haben wir wieder eine kleine Zwischenlieferung gemacht. Und den Kadaver können wir auch noch verwenden, denke ich mal. Denn mehr als ein Schwein konnte ich eh nicht mitnehmen. Den kann ich nicht aufheben. Wildschwein ist zu schwer gewesen? Echt? Okay. Ah, stimmt, halt, glaube ich, beim letzten Mal schon. Aber ich habe schon wieder vergessen, ey. Das vergesse ich anscheinend ständig. Mir fällt gerade auf, dass es genau neben den anderen beiden war. Da habe ich gar nicht so drauf geachtet in dem Moment, wa? Zum Glück haben die sich nicht aufgeregt. Naja, gut. Wir sehen uns gleich beim Camp wieder.
Da sind wir. Is it gonna be a good day, Mr. Strauss? When did we last have a good day? True. Ja, nee, ich mach ja nur alles fürs Camp, ne? So eine Säcke, Alter. Sitzen da, quatschen Scheiße. Oder stehen da, quatschen Scheiße. So, Entschuldigung. Wildschwein fällt gut, ja, kannst du auch haben. Good job, Arthur. So. Good job, Mr. Morgan. Ja, selbstverständlich. Zack, und Johnny Boy. Okay, also das ist dann John und Frau und Kind dürfen draußen schlafen, oder wie? Kann ich mir das vorstellen. Weil da ist ja auch nur diese Pritsche drinne. Das sagt einiges über die Beziehung zwischen John und Abigail noch zu dem Zeitpunkt, ne? Man ist die ganze Zeit so auf, na klar, die sind noch zusammen. Aber hier ist das alles noch gar nicht so feste und so dolle. Hier schläft Abigail noch mit Jack da hinten und John weigert sich die ganze Zeit zu akzeptieren, dass das wirklich sein Sohn ist und schläft da ganz alleine im Zelt. Will aber 4 Wildschweinhäute von mir haben. Ja, oder Felle. So ein verwöhnter Sack, da geh ich jetzt schlafen, Alter. Wieso hat der das überdacht und bei uns ist hier so Mobi-Wobi. John, kannst ausziehen. Das ist Feierabend, der ist sowieso nie da. Da, kriegt der an hier. Seine versiffte Bett da, Alter. Alles gelb da oben, da will ich gar nicht wissen, was da los ist. Eieieiei. So, jetzt nehmen wir diesen Schrotthut hier wieder ab. Dafür bin ich nicht jagen gegangen. Der hat seinen Dienst geleistet, würde ich sagen. Und jetzt gibt's wieder den Biber. Da ist er, danke. Moment. Ja, ich würde den gerne auf Pferd lagern. Ja, da muss irgendeinen anderen draufgepackt, der gar nicht drauf sollte. Den nehmen wir mal runter jetzt. Und den packen wir wieder drauf. Es ist jetzt auch mal Zeit für den hier. Der sieht so süß aus mit den kleinen Händen. Das ist so geschossen, Alter. Oh Mann. Okay, weiter geht's. Ja, wenn Jäger, dann richtig, oder? Ich werde überfallen. Eine ins Handgelenk. Ich bin seit einer halben Ewigkeit auf der Suche nach einem Elch und jetzt mittlerweile habe ich überlegt, ich glaube, könnte mir vorstellen, abgesehen von dem normalen, Quatsch, von dem legendären, ich muss schon wieder husten. Muss ich den wahrscheinlich auch mit dem Scharfschützengewehr machen, könnte ich mir vorstellen, weil er ist ja so groß. Ähnlich wie der Ochse. Also werde ich den mal nach Schafe und Ziegen probieren, weil wir das sowieso machen müssen, um an den Ochsen zu kommen. Und dementsprechend widme ich mich dann weiter dem Wolfskadaver. Okay, hier hat sich irgendwie eine Situation ergeben. Die ist mir jetzt auch relativ neu, wieder wegen dem Jagen. Und er quatscht uns direkt aufs Jagen an. Ich habe bloß gecheckt, was er für Fälle dazu liegen hat, aber wir schauen mal rein. Er sagte, glaube ich, jetzt am Anfang nur, sieht aus, als wärst du jagen gewesen oder irgendwie so. Der Rest steht jetzt noch unten. Stories of a panther that roams the swamps out there, fast,
bit of a legend in those parts. Never been caught. And I figure if anyone's gonna do it, it's gonna be me. And a pelt like that, whoo, could keep a feller warm in whiskey for months. But that's a story for another day. Hold on now, I swear I seen your face before. No, I don't think so. God darn it, no. Just passing through, no business with you. Bye now. Jetzt hat er seine Felle tatsächlich liegen lassen. Sehr schön. Mal gucken, was er da hat. Ich habe mich gefragt, ob man den Wolf da eigentlich runterholen kann irgendwie. Oh, kannst du hier noch reinsetzen. Kannst bei ihm noch chillen. Die ganzen guten Felle kriegen wir allerdings nicht. So, jetzt macht das ab da. Los, komm. Hier liegt noch was. Den nehmen wir auch noch mit. Raubtierköder. Kommen wir da drunter durch? Na, Opti. So. Geht nicht. Ah, herunterlassen. Geil. Das geht ja wirklich. Lass ihn perfekt sein. Da. Ja. Nur so easy kann's gehen, ganz ohne Jagen. Nur durch die Story. Und wo habe ich ihn getroffen, als ich hier so unterwegs war? Genau hier. Neben Fort Wallace. Na? Da bin ich, falls ihr jetzt gerade sucht. Und es ist 15.43 Uhr im Augenblick. Also gegen 15.30 Uhr habe ich ihn. 15.20 Uhr oder so. Keine Ahnung. Irgendwann nach 15 Uhr. Da war er hier. Und ich hatte Jagdzeug dabei. Also ich war schon auf der Jagd. Ich hatte Felle etc. dabei. Von daher, vielleicht solltet ihr auch was dabei haben, damit die Situation dann getriggert wird. Und hier wird schon wieder eifrig gebohrt. So, jetzt werden wir erstmal schnell rüber wieder zum Camp. Da sehen wir uns gleich. Und dann geben wir mal ein bisschen was ab. Schön, dass der Wolf jetzt erledigt ist, weil die so zu kriegen hat mich gerade mindestens eine Stunde gedauert und es ist nichts passiert halt, ne? Ich bin immer noch völlig fasziniert. Hey, wer war das? Dass das tatsächlich funktioniert hat, den da runterzulassen. Das habe ich noch nie probiert gehabt und habe jetzt auch nicht gesehen, also... Wenn das mal nicht ein neues, kleines, feines Detail für viele ist. Ich glaube, das wissen einige wahrscheinlich noch nicht. Also, nie ausprobiert. Man muss halt auch nur von der einen Seite anscheinend dran, von der anderen hat es dann ja nicht funktioniert. Und natürlich auch mal jemanden erwischen, der dann tatsächlich so ein Ding irgendwo aufgehangen hat. So, da ist ja schon reichlich was zusammengekommen. Jetzt muss ich bloß gucken, dass wir hier nichts Falsches abgeben. Ich habe nebenbei schon ein Wapiti-Fell gemacht gehabt, aber das brauchen wir nicht für hier, glaube ich. Das brauchte ich noch für den, na? Ihr wisst schon, den Trapper. So, Fuchsfell hatte ich noch eins gemacht. Na gut, erstmal den auf jeden Fall. Okay, let's take a look. Habe ich noch irgendwas gehabt, was ich hier abgeben wollte? Achso, Elch habe ich ja gestrichen gehabt, stimmt. Perfekt. So. Ja, entschuldigt, hat gerade einen kleinen Augenblick gedauert. Ist das Arthur? Nee, okay, dann ist das hier unten irgendwo. Ja, ich kann mir das eigentlich mal merken bei dem... Wahnsinn, oder? Bei dem einen ist es halt nur... zwei Ziegenfälle, glaube ich, jetzt hier. Also bei Wachlagerfeuer.
sind es 2 Ziegenfälle, ja. Da brauche ich nicht reingucken, bis ich keine 2 habe. Der Rest ist dann eigentlich klar. Ja, ja, wir haben deine ganzen Ideas schon im Kopf. Ich arbeite die Liste gerade fleißig ab, mein Freund. Achso, ja gut, die... Ja. Egal, den Rest gehen wir beim Trapper ab. So, mal ein bisschen Geld in meine Tasche kommt. So, was haben wir denn hier Feines? Es war mehrere Tage unterwegs. Ja, aber echt, ey. Der Verpfleger. Naja, gut. Hat Großwildfleisch zuletzt reingepackt. Das ist sehr gut. Dann geht's jetzt gleich weiter auf die Jagd. Und wir packen gleich nochmal was rein. Quatsch. Nee, so ist richtig. Wo ist denn das Großwildfleisch? Da. 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht. Eier haben wir. Und dann macht er eigentlich immer den guten Eintopf, der beide Kerne da auffüllt. Und wenn wir dann nochmal schön schlafen gehen, dann ist alles perfekt. Und ich würde mal sagen, weiter geht's. Wir brauchen jetzt nur noch... Naja, Elch und Ochse haben wir geklärt. Das mache ich dann einfach nach, John. Eigentlich brauchen wir jetzt nur noch Schlangenhaut, Biberfell. Also 2-mal Schlangenhaut, 1-mal Biberfell und 2-mal Ziegenfell. So, ich habe dem dann mal ein paar Fälle jetzt hier endlich vermacht und so 1-2 andere Sachen halt, ne? Geld reingespült und dann können wir uns jetzt hier die Schienbeinschütze, legendäre Wapiti, noch holen. So, ich glaube hier unten ist erstmal nichts, weil das sind ja die nicht mehr mit legendär. Und dann hatten wir, genau, hier haben wir noch die Moccasins. Ist nicht mit deinen Beinschützern kompatibel. Deswegen lässt er jetzt auch gerade hier an, wa? Ja. Okay. Aber die haben wir dann auch drin, würde ich sagen. Gut, haben wir sonst noch irgendwas hier habt ihr? Ich guck noch mal ganz kurz. Das gute Stück können wir uns noch leisten. $30. Schon wieder teuer hier, da. Gucken, haben wir noch was? Spechtfeder. Ah, ich hätte den Specht mal vorher zerlegen sollen, bevor ich ihn nie verkauft hatte, wa? Na, das war doof. So, dann haben wir Wanderdrosselfeder. Ich glaube, ich habe aber 3 Stück. Okay, ja, wenn ich die zerlege vielleicht. Muss mal gucken. Was wir davon noch haben. Der ist auch geil, ne? Der Bison-Glücksspielerhut. Ah, ist schon nice. Brauchen wir aber noch ein perfektes Bisonfell. Ah. Die armen Bison. Ja. Gut. Den haben wir. Haben wir sonst noch irgendwas gehabt hier? Der ist auch geil, Leute. Ne? Aber wir lassen jetzt den Fuchsigen auf. Der Fuchsige kommt gut. Der hat was. Ja, hier sind wir ja schon durch, genau. Und jetzt haben wir hier noch ein perfektes Puma-Fell, habe ich nebenbei noch klar gemacht gehabt. Der uns auch wieder angreifen wollte, während ich auf der Jagd war. Das können wir auch machen. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö. Achso, Quatsch, das ist ja schon die ganze Ansicht immer hier bei denen. Stimmt. So. Der ist doch jetzt schon... Kannst du nicht, achso, den müssen wir gerade im Stall abholen, ja, okay. Ja. So, ich gucke mal noch ein bisschen hier. Sure. Und andere Gedöns, aber dann sind wir erstmal durch und weiter geht die Jagd. Ich schulde euch natürlich noch den kurzen Luscherich hier. Ja, wie so ein schöner Pferdeschwanz hinten bei ihm. Ja. Und hier nochmal... auf ein bisschen näher
Ah, amtlichen Bart hat er gekriegt mittlerweile. Aber das passt schon gut zur Jagd, würde ich sagen. So, also, weiter geht's. So. Biberfell haben wir. Ich zeig's euch einmal kurz. Müssen wir jetzt mal so machen. Denn geht's ein bisschen schneller. Und ihr müsst euch das häuten nicht nochmal extra reinziehen. Da wäre fast nochmal ein Zusammenstoß dabei gewesen. Aber es wird noch besser. Es wird noch besser. Und bam. Naja, jedenfalls habe ich jetzt das Fell. So, also, weiter geht's. Also, Eugene hat zwei gute Gebirgsziegen nochmal am Start. Wir sind ja wieder relativ weit oben. Das werde ich danach dann nochmal ausgleichen müssen. Wir warten noch ein kleines Augenblickchen und dann geht das hier gleich los. Da ist ein Ochse endlich mal, wa? Aber der... Naja. Wäre jetzt auch nicht perfekt. Naja, gut. Aber ja, beim letzten Mal waren die Ziegen nicht perfekt. Jetzt sind sie es. Von daher muss man halt manchmal ein bisschen warten und Geduld haben. Dann wird er schon. Gut. Naja, reicht eigentlich schon fast, ne? Dann weg mal mein Pferd ranrufen. Wollte erstmal ausspionieren. Die ist nicht gut, die darf weiterleben. Bis jetzt erstmal keiner mitbekommen, glaube ich. Wenn man das da so geduckt macht, dann ist das, glaube ich, auch so, dass das ein bisschen heimlich bleibt. Nein! Macht die nicht kaputt, die Schweine. Nachts ist halt immer ein bisschen besser, dann sehen die nicht so viele Leute. Oder vielleicht glaube ich das auch einfach nur, aber spielt eigentlich auch keine Rolle. Ich hoffe, ich kann das da gleich, wenn ich auf der anderen Seite bin, einfach aufheben. Wir werden auf jeden Fall erstmal die Felle schnell holen. So, einfach durch die Grafik durch. Ah, wird schon. Sonst muss ich mit dem Pferd den Zaun mal einreiten, schnell. Obwohl, warte mal, mit den kleinen Fällen kann er doch darüber, ne? Nee. Oder? Ich hab noch eine andere Idee. Die wollen da hinten rüber, ne? Oh Mann, ist das blöd. Ja. Das war meine Hoffnung. Und das klappt. Nein. Jo, perfekt. Auf den Pfeiler drauf, Meister. Nicht schlecht. Ist mein Pferd. herrlich. Alles wieder maximal günstig. Und das andere läuft ja auch irgendwo irre bei Eugenio, macht schon mal ein bisschen aufmerksam auf sich. Alter, dann ist das... So, ich glaube ab jetzt
Findet ein safe Ding. So, zwei Ziegenfälle haben wir noch. Na, warte mal, ich mache erstmal schnell fertig. Was hatte ich gesagt? Biber haben wir ja jetzt auch schon. Dann brauchen wir nur noch zweimal Schlangenhaut eigentlich. Dann sind wir soweit fertig. Wolfskadaver ist durch. Und hier müssen wir noch mal ein bisschen im Lager uns ein bisschen benehmen. So, wir mal gucken, ob wir noch irgendwo Schlange rankriegen. Bis gleich. So. Und die letzten zwei Schlangen haben wir jetzt auch noch gecatcht. Ich zeige euch auch wo und wie. Aber erstmal gehen wir sie schnell ab. Oder komm, erst zeige ich euch die zwei, die ich gemacht habe, war in der Nähe vom Strange Man. Die erste hat mich schon freiwillig angelabert, als ich hinreiten wollte. Diesmal ganz easy mit den Kleinwildpfeilen auch hinbekommen, in aller Ruhe und Genüsslichkeit. Im Stream hat es überhaupt nicht geklappt, da habe ich es jedes Mal versemmelt, obwohl ich auch Kleinwildpfeile genommen habe, aber irgendwie hat er nie richtig durchgezogen oder weiß ich nicht, was das Problem war. Obwohl, naja doch, ich war teilweise mit dem Dead eigentlich ganz so perfekt aufgestellt. Und hier, wo ich eigentlich hin wollte, ist genau gegenüber die Hütte vom Strange Man. Sieht man auch im Hintergrund jetzt gerade sozusagen. Und da gehe ich ja immer rüber, schwimme da schnell dieses Stück zum Ufer rüber. Und alles, was ich immer mache vorher, ist gucken wegen Krokodile und wegen Schlangen vor allen Dingen, weil da immer Schlangen am Start sind. Ich zeige euch auf der Karte nochmal, wo genau. Könnt ihr auch im Wasser machen. Die geht jetzt sogar relativ weit unter. Da hatte ich jetzt erst kurz ein bisschen Schiss, ob das überhaupt noch klappt. Aber alles in Ordnung. Eingesammelt und gehäutet habe ich sie dann draußen. Und das Ding war erledigt. Und wo hatte ich das gemacht? Das habe ich genau hier gemacht, an der Stelle. Beim Strange Man. Da ist die Hütte vom Strange Man. Und ich war genau gegenüber da am Ufer. Ah, hier ist Rhodes. Kelliger Hall. Wisst ihr Bescheid? Jo, wie gesagt, die erste hat mich schon vom Gebüsch aus angegriffen. Ich habe kurz gecheckt, ob sie perfekt ist. Ja. Und habe mir gedacht, komm, das jetzt wieder einblenden, ausblenden, alles hin und her. Mach schnell die Aufnahmen davon und dann zeige ich euch das einmal schnell. Ich denke mal, ist ja soweit klar, ne? So, zweimal Schlangenhaut, perfekt. I hope so. Dann zweimal Ziegenfell, perfekt. Und einmal Biberfell, perfekt. I know. So, zack. Hier ist alles schick. Dann haben wir hier noch den Schlangenleder-Banjo-Korpus an dem Foto von Charles, seinen Eltern. Und auch bei Arthur, glaube ich, können wir jetzt noch was machen. Ne, warte mal, wo waren wir denn noch? Wofür war denn jetzt das Biberfell? War das da schon mit verarbeitet worden? Quatsch. Ne, das war zweimal Ziegenfell. Was ich gemacht gehabt? Das Hauptlagerfeuer hatte den Dings. Brauchte ich das Biberfell überhaupt für hier? Doch. Für irgendwas sollte ich das angeblich noch brauchen. Aber John kann es ja nicht sein. Lagertische kann es auch nicht sein. Ein Speisewagen ist es. Achso, warte mal. Haha, ja, ich glaube, ich weiß was. Ja, hier ist es mit bei und dann. Ach, Bisamrattenfell habe ich ganz vergessen, wa? Stimmt. Da wollen wir auch noch nichts. Da muss ich nochmal schnell nach Butcher Creek. Da, wo die Biber sind, da sind auch Bisamratten. Oder. Ah, ich weiß, wo Bisamratten gibt. Da hat er jetzt ganz vergessen. Blöd. Na gut. Dann muss ich doch nochmal ran. So, nachdem ich hier reichlich Murphys nochmal erledigen musste, ich dachte, ich kenne mich, weiß nicht mehr bei den Bandendingern hier, die sind jedes Mal anscheinend wieder da. Naja, keine Ahnung.
Jedenfalls ist jetzt hier die perfekte Bisamratte direkt vor mir, während ich hier gerade noch so am Abbluten war. Die hat er jetzt schon verwundet, oder was? Ich wollte da gar nicht drauf schießen, der hat schon wieder Quickdraw gemacht. Aber ist sie jetzt noch perfekt oder nicht? Oh Mann. Das sah aus, als wenn er Blut gespritzt hat. Hey. Sehr gut. Irgendwie hat er nicht mehr anvisiert, neu. Dann dachte ich, okay, dann muss ich einmal antippen oder was. Und dann macht er auf einmal doch den Quickdraw und schießt direkt drauf. Ich weiß nicht. Aber hat geklappt. So, eine perfekte Bisamratte. Direkt hier unten bei Beaver Hollow habe ich sie mir geholt. Ich wollte noch ein Stück einfach am Ufer entlang reiten, aber hier ist so die perfekte Gegend eigentlich für Bisamratten. Deswegen habe ich mich in Butcher Creek absetzen lassen. Bei Beaver Hollow kriegen wir jetzt nur als Schnellreisepunkt, wenn wir da auch das Camp haben später. Aber so nicht. Ja, und hier hat mir nochmal reichlich dann eingedeckt. Die haben gut Schlangenöl und Kautabak und so einen Schnotz dabei gehabt. Und hier ein bisschen Salbei, Ginseng, Ofenmesser, Brandsätze. Oh, so gedönt, ey. Und ich hab's gut krachen lassen. Aber jedes Mal wieder neu rein, wie ich die, das haben wir schon einmal mit drin gehabt, glaube ich. Bin ich ziemlich sicher sogar. Und von daher habe ich das mal hier abgekürzt. Wir waren ja auf der Jagd nach einem Bisamrattenfell. Ich habe euch gezeigt, wo. Und jetzt schnurstracks zurück zum Camp und dann sind wir fertig. So, da wären wir. Ein Topf ist auch fertig. Beste Leben. Hello, Arthur. Hello, Bill. Hey. Guck nicht so neidisch auf meine Mütze. Dann müsst ihr euch mal draußen bewegen, dann kriegt ihr auch so einen geilen Stuff. Alles geschieht aus einem Grund, sagte der Reverend. Uno momento. Hello. Hä? Ach so. Ah, hello, Mr. Morgan. Ah ja klar, ich habe ja den Kadaver auch mit. Ah, Mann. Mein Fehler. Deswegen war ich jetzt irritiert. Also den, ja, weiß ich nicht, brauche ich den? Vielleicht braucht den der andere ja noch. Na, ist auch irgendwie wurscht. Die Samrat ist jetzt nicht so schwer. Thank you, Arthur. How are you on space in that bag of yours, Mr. Morgan? So, jetzt aber. Endlich. Ja. Aber auch noch die Kiste. Ich glaube, ich habe irgendwann dazu Schemel gesagt. Das ist natürlich kein Schemel. You know, Arthur, aber man verspricht sich halt manchmal. So, ja, im Prinzip, also, wir können noch mal ganz schnell schauen. Haben wir jetzt wirklich nur noch hier mal den Ochsenfeldteppich für Arthur. Da müssen wir, wie gesagt, Scharfschützengewehr klar machen. Sonst klappt das nicht. Und ich schätze mal, beim Elch würde dann genau dasselbe sein. Das wäre dann hier noch das Geweih. Wobei das Elchgeweih eigentlich, ja gut, nö. Das ist ja sowieso... Eigentlich Hupe, ne? Aber bis jetzt haben wir ja nur den legendären Elch gesehen. Normalen Elch, also den nordkanadischen Elch oder was das da ist. Irgendwas mit kanadischen oder westkanadisch oder irgend so. Den haben wir bis jetzt noch gar nicht entdeckt. Jetzt frage ich mich gerade, kommt der vielleicht sowieso erst, wenn wir das Scharfschützengewehr haben, weil man den nur perfekt jagen kann, wenn man ein Scharfschützengewehr hat, so nach dem Motto. Ja, weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr so genau. Stand jetzt auch nicht weiter drinne. Aber spielt auch keine Rolle. Wir werden die Mission dann als nächstes machen. Aber erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen im Stream, wenn bei mir alles klappt. Ich will jetzt nicht zu viel verraten oder versprechen. Besser gesagt, ja, lasst euch überraschen. Aber ich denke mal schon,
So ein paar Stündchen gehen wieder durch und wir müssen die Herausforderungen noch weiter vorantreiben. Also, bis dahin, bleibt stabil und gesund, habt Spaß beim Spielen und ich sag guten Start ins Wochenende und ciao, ciao mit Gyros TV.